Die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften, zwei Tage lang Leichtathletik pur im Stadion Lichterfelde. Viele Sieger, viele kleine Einzelgeschichten, denn für jeden Starter bedeutet dieser Wettkampf was anderes. Von DM-Quali bis hin zum Formcheck war alles mit dabei. Fragt er sich eigentlich nur, was diesen Wettkampf für ihn ausmacht? Christoph Harting mit 67,93 Meter derzeit der weltbeste Diskuswerfer. Die Konkurrenz bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften wirft rund 20 Meter weniger. Es ist ein Pflichttermin, den ich gern wahrnehme. Hier trifft man viele alte Leute, viele alte Bekannte. Ist halt immer so das Gefühl wie damals, so ein bisschen Nostalgie. Und das genießt man natürlich irgendwo. Im ersten Versuch standen die 62,22 Meter. Darauf ließ sich aufbauen, doch danach sah man drei Kreuze in Serie. Das kommt einem bekannt vor beim Wettkampf in Hengelo. Vor einer Woche blieb der Mann vom SCC ohne gültigen Versuch. Daran wollte er die Woche eigentlich arbeiten. Jetzt wieder drei Fehlwürfe. Gucken wir erstmal, was die anderen Athleten so getrieben haben. Für Raul Spank war das nämlich ein weiterer Formcheck. Der gebürtige Sachse springt ja seinen alten Leistungen schon etwas länger hinterher. Trotzdem kämpft der Hochspringer von der LG Nord weiter und wollte hier wenigstens die 2,20 Meter knacken. Doch beim Versuch über 2,17 Meter scheiterte er bereits. Bitter für den 26-Jährigen. Naja, es war heute ein schwieriger Wettkampf. Ich würde mich freuen, wenn irgendwann mal mehr als 15 Grad sind und die Sonne scheint. Dazu könnte man noch einen Wind abstellen, vielleicht noch ein bisschen späterer Tageszeit, ein, zwei Konkurrenten dazu. Dann wäre es noch ganz gut, wenn es mir nicht dauernd bei der Erwärmung hochgekommen wäre. Ich habe heute irgendwie leider Magenprobleme. Deutlich freudiger ging es bei Lisa Marie Quayet zur Sache. Nach einer starken Hallensaison folgte zwar erstmal ein kleines Tief, Verletzungen, Vitamin B12 und Eisenmangel. Die Sprinterin von den Neuköllner Sportfreunden fühlte sich nicht fit. Aber über die 100 Meter haute sie mal einen raus. 11,67 Sekunden, das war unter der U20-EM-Norm. Allerdings war der Rückenwind zu stark, zählt also nicht. Sei es drum, das ließ trotzdem hoffen. Ich bin erleichtert, also ich fühle mich jetzt ganz gut vor dem Lauf. Ja, es ging halt. Ne? Also ich bin schlecht in die Saison eingestartet und hatte viele Komplikationen. Und diesen Wettkampf haben wir eigentlich nur genommen, um reinzukommen. Und da ist dann so eine Zeit gelaufen mit zu viel Wind, aber trotzdem bin ich zufrieden, auf jeden Fall. Riesenfreude auch bei Konrad Kieselberger. Er wurde Berlin-Brandenburgischer Meister über 800 Meter in der männlichen U18. 1:58,39 bedeutet gleichzeitig die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Also auf jeden Fall gut, war auf jeden Fall also knapp und ich habe halt probiert alles zu geben und zum Schluss nochmal zu kämpfen und hat sich gelohnt. Und noch eine Entscheidung hinterher, ganz ganz knapp war es bei den 100 Metern der Männer. Bis zur 80 Meter Marke führte George Petzold vom SCC, doch vorm Ziel schoss Ismael Jean Condé an ihm vorbei. Lukas Jakubczyk übrigens nicht dabei. Er kämpft noch immer mit einer Verletzung aus dem Staffeltrainingslager. Gute Besserung an dieser Stelle. Und Christoph Harting, der legte mit 60,89 Meter nochmal einen gültigen Wurf hin. Doch das war's. Der letzte Versuch war auch wieder ungültig und der Weltbeste, ja, der war unzufrieden. Es gibt natürlich ein, zwei technische Defizite, an denen wir akribisch arbeiten im Training, gerade jetzt nach dem Wettkampf in Hengelo, wo wir drei ungültige gemacht haben. Bin ich natürlich bestrebt, diese Fehler auszumerzen, was jetzt in der Konsequenz dazu geführt hat, dass die Leistung vielleicht nicht so abzurufen ist, wie es hätte sein sollen. Naja, aber die letzte Geschichte geht ja immer gut aus. Glückwunsch an Birte Damerius. Sie wurde Berlin-Brandenburgische Meisterin beim Weitsprung der Frauen. Sie schrammte zwar knappe 2 cm an der 6-Meter-Marke vorbei, doch am zweiten Tag steht für sie ihre Paradedisziplin an der Dreisprung. Da sind wir selbstverständlich auch wieder vor Ort und zeigen euch, welche Geschichten dann geschrieben werden.